Im Moment werde ich häufig gefragt, wo kann ich denn überhaupt aktuell noch investieren? Wo lohnt es sich noch? Und genau da gucken wir uns eine spannende Geschichte an. Wir schauen aber auch nach China, denn hier trübt sich ein Stück weit die Lage ein und das könnte uns hier auch noch ein Stück weit, na, die Party ruinieren. Aber wir starten wie immer mit dem Blick auf den DAX. Und hier eine schnelle Nummer. Also, der DAX ist aus einem langfristigen Widerstandsniveau nach oben ausgebrochen. Sehr dynamisch, alles gut. Auf langfristige Sicht haben wir hier noch weiteres Potenzial nach oben. Wir nähern uns der 16.000-Punkte-Marke. Wir nähern uns aber nur so schleppend korrektiv. Da ist keine Dynamik, da ist kein richtiger Kaufdruck mehr drin. Und damit müssen wir hier damit rechnen, dass es nochmal zu Rücksetzern in den Bereich 14.800 bis 15.000 Punkte kommt. Das wäre aber überhaupt nichts Schlimmes, denn hier dürften die Käufer wieder zuschlagen, um den Markt dann nachhaltig über die 16.000-Punkte-Marke nach oben durchzuschieben. Ein ähnliches Bild hatten wir zuletzt im S&P 500. Da haben wir auch so hoch, leicht höheres Hoch gesehen. Das ist auch immer so ein kritisches Zeichen. Und jetzt haben wir aber einen Befreiungsschlag gesehen. Wir haben einen dynamischen Schub nach oben gesehen und das spricht für eine Trendbeschleunigung. Also hier in den US-Indizes bleibt das Chartbild ebenfalls weiter positiv. Bislang keine Zeichen von Übertreibung, Überhitzung, sondern eher Zeichen der Stärke. Und genau das gleiche Spiel haben wir an der Nasdaq gesehen. Technologiebörse hoch, leicht höheres Hoch abgeprallt. Da war die Nasdaq ja ein bisschen hinter den Blue Chips hinterhergelaufen. So, und dann erneut das Widerstandsniveau angelaufen. Und hier hatte ich gesagt, Mensch, hier müssen wir vorsichtig sein. Umkehrsignale, ein Zeichen der Schwäche. Wir haben auch leichte Umkehrsignale gesehen, die wurden aber direkt wieder zunichte gemacht. Die Käufer haben hier ordentlich Gas gegeben, haben hier mit relativ großen Kerzen nach oben gedrückt und jetzt auch am Freitag nochmal ein ja, Schlusskurs auf neuem Allzeithoch und das insgesamt Zeichen der Stärke. Natürlich wird es auch hier immer wieder zu Rücksetzern, zu kleineren Korrekturen kommen. Jetzt zum Beispiel in dem Bereich des Ausbruchs, im Bereich um 14.000 Punkte. Das ist ganz natürlich. Das ist momentan Kaufniveau. Das ist Einstiegsniveau, um ja, hier Position auf bzw. nach Möglichkeit auszubauen. Langfristige Positionen aufbauen, da tue ich mich schwer. Aber Swing Trading Position momentan optimal, da tanzen wir, solange die Musik spielt. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Russell 2000, im Grunde die dritte Reihe in den USA, Unternehmen mit einer eher geringen Marktkapitalisierung, aber auch hier das charttechnische Bild, super spannend. Und das ist es doch. Also, worauf ich achte als Swing Trader, als charttechnischer Trader, mir sind die Unternehmen, in die ich kurzfristig investiere, und das ist Swing Trading, Haltedauer ein paar Tage bis zu ein paar Wochen. Ich versuche nur so einen Bewegungsschub mitzunehmen. Und die Märkte bewegen sich einfach immer in den gleichen Mustern. Und von diesen Mustern versuche ich zu partizipieren. Das ist Psychologie der Massen. Mehr ist es nicht. Es geht darum, einen Vorteil im Markt zu generieren und dadurch dann mit Wahrscheinlichkeit, mit gutem Risiko und Money Management langfristig einfach Geld, langfristig regelmäßig lang aus dem Markt zu ziehen. Und hier haben wir so eine Situation. Wir haben eine schön ausgeprägte Seitwärtsbewegung und wenn die Käufer es schaffen, hier nach oben durchzustoßen, dann können wir wieder Dynamik erwarten. Und das ist es, worauf ich hier im Russell 2000 warte, worauf ich spekuliere. Und ja, das könnte eine sehr interessante Geschichte werden. Also den Russell 2000 unbedingt im Blick behalten, Ausbruch nach oben, kaufenswert. Jetzt gucken wir uns den CSI 300 an und dieser chinesische Index hatte zuletzt auch, also wir haben einen langfristigen Aufwärtstrend, alles bestens. Wir waren hier an einem markanten Widerstand abgeprallt. Dann hat sich eine Seitwärtsbewegung gebildet, ähnlich wie im Russell 2000 und dann kam ein dynamischer Ausbruch nach oben. Alles gut, alle Zeichen standen auf Sturm, alle Zeichen standen auf weitere Trendfortsetzung. So. Aber auch hier,
Es klappt nicht immer. Und jetzt höre ich schon wieder naja, Hater will ich nicht sagen. Leute, darauf kommt es aber doch gar nicht an. Wir müssen Wahrscheinlichkeiten abwägen und wenn wir so einen Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung haben, stehen die Chancen einfach gut, dass wir eine Trendfortsetzung sehen. Es muss nicht immer vorkommen, beziehungsweise es klappt nicht immer. Dafür haben wir ein solides Risiko- und Money Management. Und wenn dann nach so einem Ausbruch sowas kommt, pam, 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 der Markt eiert nur so rum. Das ist ja nicht das, was wir erwarten. Wir erwarten nach so einem Ausbruch, brauchen wir Dynamik. Wenn die nicht kommt, ist das ein Zeichen, was man wahrnehmen muss. Und hier ein klares Zeichen von den Verkäufern, dass die hier wieder das Ruder übernommen haben. Also, in China kann es nochmal in Richtung 4800, 4900, das wäre kein Drama, da sind wir ja schon bald laufen. Und auch kein Drama, aber etwas ja, merklicher wäre ein Rücksetzer in Richtung 4400 bis 4500 Punkte. Dort haben wir schon wieder ein schönes Unterstützungsniveau. Aber bis dahin, ich sage mal so ein kleiner 10%iger Rücksetzer, der wird bestimmt auch medial so ein bisschen besprochen. Also Achtung aus China, da könnte uns ein Stück weit Gegenwind entgegenstehen. Ein bisschen Gegenwind könnte es auch im Ölpreis geben. Der ist ja zuletzt stark durch die Decke gegangen. Jetzt sind wir aber hier an einem Widerstand 75 bis 78 US-Dollar. Wenn man Positionen aufgebaut hat, werden hier wahrscheinlich erstmal Gewinne mitgenommen. Hier erwarte ich zumindest eine kleine Reaktion. Die muss noch nicht super stark ausfallen. Es kann sein, wir wissen es nie. Deswegen Long-Position auf dem aktuellen Niveau erstmal ein Stück weit zurückfahren oder Stops nachziehen. Und erst wenn die Käufer es geschafft haben, hier über 75, 78 nach oben durchzuziehen, dann ist das wieder Kaufniveau. Und von daher aktuell im Ölpreis Scheideweg, Korrektur, vielleicht nochmal in Richtung 63,5 bis 66. Korrektur auf hohem Niveau wäre ein starkes Zeichen. Ausbruch nach oben wahrscheinlich. Kursziel dann 90 US-Dollar. Je höher wir laufen, desto dünner wird hier das Eis. Schauen wir uns den Bitcoin an. Und im Bitcoin haben wir zuletzt leicht tiefere Tiefs gesehen. Wir haben ein markantes Unterstützungsniveau. Und damit haben wir eine gute Chance der Bodenbildung für den Bitcoin. Was wir hier brauchen, ist ja, ein Anstieg über den Widerstand und wenn wir das gesehen haben, dann haben wir als nächstes Ziel 64.000 plus X nach oben an der Börse ist ja alles möglich. Und vorsichtig muss man sein, beziehungsweise vorsichtig, man muss sich einfach mit dem Bitcoin etwas näher beschäftigen. Wenn wir die 28.000 Punkte Marke unterschreiten per Tage Schlusskurs, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass es in Richtung 20.000, in Richtung 16.000 nach unten geht. Und ja, vorsichtig muss man einfach nur deshalb sein, weil man sich dann Wecker stellen muss, weil hier unten markante Unterstützung und mögliche Einstiegsniveaus liegen. Und tja, soweit zum Bitcoin. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in eine möglichst erfolgreiche Handelswoche. Am Montag haben wir in den USA Feiertag. Es startet also für uns etwas gemächlich. Und abonnieren Sie gerne meinen Kanal Mario Steinrücken. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt machen wir Feierabend für heute.